Also ich habe das Fachforum zusammen mit Arne Wechler von der Schulenberatungsstelle gemacht. Der musste leider schon weg, deshalb sitze ich jetzt hier. Es war ein sehr lebhaftes Fachforum und wir können sagen, es ist noch nicht alles gut. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir dieses Fachforum halten mussten, weil Coming Out heute noch nicht selbstverständlich ist. Also wer nicht heterosexuell oder nicht cisgeschlechtlich lebt, muss sich erklären, egal ob er das explizit tut, indem er sagt, ich bin lesbisch, oder indem es einfach implizit passiert, dass durch bestimmte Handlungen klar wird, diese Person lebt nicht heterosexuell oder cisgeschlechtlich. Das war eigentlich der wichtigste Aspekt, dass wir gesagt haben, solange solche Workshops noch notwendig sind, ist noch nicht alles gut. Was wir sehen ist, dass es LSBTQ-Jugendliche und auch queere Familien immer noch erleben, dass sie auf der einen Seite zu hören bekommen, naja, was wollt ihr, ihr seid in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ihr dürft heiraten, ihr dürft Kinder adoptieren, und sie auf der anderen Seite aber die Ambivalenz erleben, dass es im Alltag eben anders ausschaut, dass sie Diskriminierung erleben, dass ihre Lebensart erklärungsbedürftig ist und dass es eben noch nicht alles gut und schön ist. Wir hatten dann zum Schluss, ich hatte was erzählt, ich habe am Deutschen Jugendinstitut eine Studie durchgeführt zum Thema Coming Out und Diskriminierungserfahrungen von LSBTQ-Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und zum Schluss der Interviews, die ich da geführt habe, habe ich die Jugendlichen gefragt, wie sehe denn für dich die beste aller Welten aus? Und ich würde gerne als Abschluss oder als Zusammenfassung dieses Workshops eben ein Zitat vorlesen, was ich als Antwort auf diese Frage bekommen habe, von einer 22-jährigen Interviewpartnerin, die gesagt hat, ich glaube, ich würde es cool finden, wenn es keine Rolle spielen würde. Wenn es einfach alles gleich wäre, so wie jetzt halt diese Heterosexualität sozusagen das ist, was jeder als Norm akzeptiert. Wenn einfach die Norm wäre, jeder liebt einfach den Menschen, den er liebt, unabhängig davon, welches Geschlecht er jetzt hat. Also wenn doch einfach alles, was mit Ehe und Geschlecht, was da noch alles dranhängt an Status, irgendwelche Machtgefüge, keine Ahnung, wenn das halt weg wäre so oder keine Rolle spielen würde. Wenn halt der Mensch im Zentrum stünde und nicht, in was für einem Körper steckt dieser Mensch oder wen begehrt er. Das wäre, glaube ich, für mich so eine Idealvorstellung, dass es halt um die Person geht und nicht um das Drumherum, was halt Zufall ist. Und das ist das, was wir eigentlich aus dem Fachforum mitnehmen, dass das das Ziel sein sollte, dass es irgendwann überflüssig ist und nicht mehr erklärungsbedürftig, sondern selbstverständlich, wie Menschen leben.